Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster gedämpfte Schwingung. Was du bereits kennen solltest, sind die Bedingungen für das Monotonieverhalten von Folgen. Und wir werden uns jetzt Grenzwerte ohne Monotonieverhalten anschauen. Eine Folge muss nicht unbedingt monoton sein, um einen Grenzwert zu haben. Hier ist ein Beispiel. Wir haben ein Pendel, das hin und her schwingt. Und die horizontale Auslenkung aus der Ruheposition zum Zeitpunkt t ist durch die Funktion x gegeben. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt t die Position x von t ist. Und dabei gilt, dass x von t e hoch minus 0,25t das Ganze mal Cosinus von Pi mal t. So, hier sehen wir den Graphen der Funktion x. Und aufgrund der Reibung nimmt die maximale Auslenkung mit jedem Schwung betragsmäßig ab. Wir bekommen eine Folge von Werten x von t, wo der erste Wert 1 ist, der zweite Wert ist minus 0,77 und so weiter. Der nächste Wert ist 0,60 und so weiter. Und die Frage stellt sich jetzt, was der Grenzwert dieser Folge ist.